Quickman. Mit dem Timestopper war der Junge nämlich wieder ein ganz einfacher Haudegen. Entschuldigung. Da ist ein Leben längst. Was sag ich? Ich glaube, es war die 3, die wir brauchen. Ja, genau. Oh, und es ist mal nicht rutschig. Das ist ein richtig schön, die Physik wieder erinnert zu haben. Dieses Level war aber an manchen Ecken ziemlich spastisch. Richtig blöd. Richtig blöd war das Level an einigen Ecken. Und zwar, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Ich hasse das. Oh! Das war knapp. Was habe ich jetzt gemacht? Ich muss aber nichts aufladen, okay. Habt ihr gesehen, wie knapp das war, Leute? Was für eine knappe Kiste war? Einfach nur töten, die Dinger. Die tun einem nicht weh. Einfach geradeaus laufen, jetzt fallen wir jetzt runter. Dann halt jetzt springen und dann runter. Richtig. Nein! 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 Sorry, dass ich jetzt wahrscheinlich die Ohren aufgerissen und aufgeplatzt sind. Ich könnte kotzen! Dieser einfache Boss! Also dieses... Naja, das Stage kann böse sein, aber es ist doch noch, hält sich noch eigentlich noch vor den Grenzen. So, aber jetzt machen wir das halt jetzt schon. Ich werde euch ja mal den Timestopper präsentieren. Juhu! Das Spiel ist einfach! Habe ich jemals was gegen dieses Spiel gesagt? Das ist so. Das ist doch einfach, Leute. Seht ihr eine Schwierigkeit in diesem Spiel? Ich nicht. Ja, woher kommt das bloß? Hurra! Und jetzt. Ich habe nichts gesagt. Ich bleibe gerade mal neutral. Ich sage gerade nichts dazu. Zu meiner Doofheit, die ich gerade bewiesen habe. Okay. Memo an mich. Quickman als einer der letzten machen. Der sackt hart. Der sackt richtig hart. Nein. Oh nö. Also waren das jetzt 3-4 Minuten Aufnahmezeit wieder vollkommen umsonst oder was? Ja, und ich sterbe, oder? Oh mein Gott! Ja! Oh. Ja! Ja! Ja, klar! Nein! Wer fickt euch Konami? Oh ne, nicht Konami, Capcom, genau. Na, nein, nein, nein! Oh, nein! Ich will. Nein! Ich hab mich verklickt! Nein! Ich hab keine Lust auf das Level! Echt nicht! Oh, ey, ich würde mir lieber gerade die Eier abschneiden, als dieses Level nochmal zu machen. Ja, irgendwann muss ich es ja machen. Also, hopp, Leute, wir freuen uns, gehen und gehen mit großem Tatendrang jetzt mal hier ran. Hurra! Ui! Ach was, wir müssen jetzt fallen? Ui! Spannung. Gut, holen wir uns nochmal den E-Tank von vorhin. Ja, mit großem Tatendrang. Und wir sind schon wieder hier. Das ist echt ein Witz. Also wenn wir unten angekommen wären, gleich wäre das Level übrigens schon vorbei. Da käme schon wieder Quickman. Also im Prinzip sind die Level so extrem kurz gehalten in diesem Part. Es ist unglaublich. Okay, Leute. Los!
Oh Gott. Memo an mich. Rennen, rennen, rennen. 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 Leben holen. Und Mirko, rennen. Und jetzt verkacke ich's wieder. Jetzt. Oh. 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 Das war's. Das Problem ist, Leute, das ist leider das extrem Negative daran. Wir brauchen den Timestopper, um Quickman in irgendeiner Weise zu schaffen. Ansonsten wird dieser Boy richtig arschig. Im Prinzip brauchen wir den gleich. Oh mein Gott, ja, ich tue ein bisschen Farm. Währenddessen, essen wir einen Toast. Schmecken Sie diesen extrem schmackhaften, leckeren Toast? Ich nicht. Ja, genau. Egal. Das war mir jetzt so blöd. Sorry. Gut. Wir wählen das bisschen aus, was vom Timestopper übrig geblieben ist. Gehen rein zu Quickman. Achtet auf sein Leben. Es ist ein bisschen runtergedrained. Okay, das wirkt nicht. Was wirkt gegen dich, du Potsau? Das wusste ich jetzt aber auch noch nicht. Okay. Na dann. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Gut, und damit haben wir auch den lieben, 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 lieben Quickman gemacht. Schön. Wir sind Mega Man mit einer fetten Melodie. Wir kriegen den Quick Boomerang. Den wir am Ende bei den Typen. Ups, ja, okay. Den Quick Boomerang, den brauchen wir bei dem Typ auf dem Panzer. Okay, last but not least, was folgt ist, Crashman, der war auch ziemlich einfach. Im Prinzip, wir sind gleich schon, wir haben, glaube ich, gerade mal einen... Tut mir leid. Ja, das Lied ist... Das war mein All-Time-Favorite in der Mega Man-Geschichte. Warum, werdet ihr unscheinbar erkennen, es ist ein so fetziges Lied. Haben wir keinen Rush hier? Sowas wie ein Rush? Okay, der Rush hier hat jetzt nicht viel gebracht. Okay, aber so geht's auch. Alles klar. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt irgendwie so hochfliegen, aber es hätte so einfach jetzt gar nicht geklappt. Von daher... Okay, auch gut. Oh. Was war das jetzt? Wieso ist der Ton ins Umgesprung? Ich bin schlecht gerade. Oh mein Gott. Wieso bin ich gerade so schlecht? Und wieso leckt es gerade? Ohne Grund. Nix aktualisiert oder so. Okay, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Alles klar, und... It's a Mega Man Party! Ja, ich hatte so viel The Adventures of Brando und Dingsbums gehört. Die haben nämlich das Lied ja auch mit Lyrics gemacht. Das ist absolut genial. Normalerweise stehe ich absolut nicht auf Rap. Ich verhasse die ganze Rap-Kultur über alles. Und ich bin runtergefallen, weil ich mich nicht konzentriert habe. Ey, ich könnte ein Kind kriegen. Doch, ich habe eine Idee, die gerade so ein Geistesblitz ist. Vielleicht klappt sie. Hm, dann nicht. Ah, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ah, da, 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 da. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich singe zu viel während des Spielens, merke ich gerade wieder. Und wenn ich singe, kann ich mich nicht wirklich konzentrieren. Nein, du Blöder! Sorry, da musste sein. Ey, so eine blöde Mist. Das gibt's nicht.
Oh, natürlich bringt das auch einen Scheißdreck. Wunderschön. Oh Gott, es ist einfach nur nervig, Leute. Ich habe schon längst bewiesen, dass ich das kann und muss es nochmal machen. Solche ey. Ich reg mich gerade auf. Ohne Grund. Scheiß Spieleentwickler. Bastardische Wichser. Nee, ich muss mich gerade aufregen. Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade... Oh, zackt das, ey. Es ist unglaublich, wie dieses... Wie dieses Unterfangen gerade zackt. Komm jetzt aber. Danke. Endlich. Oh, was für ein tolles Spiel. La 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 la. Und jetzt erstmal wieder drei, ich glaube genau drei Screens nach oben laufen. Erster Screen. Zweiter Screen. Und dann sind wir gleich schon oben im dritten Screen. Ja, dritter Screen. Jetzt ist droht die Gefahr, dass wir runterfallen. Aus diesem Grund nehme ich den Typen hier. Du blöder Hund! Du blöde Sau! Ey, du Drecksköter! Nee, du bist ja gar kein Köter, du bist ein... Erwin Jonathans. Keine Ahnung, was du so bist. Haha, verarscht. Du. Wir rennen. Wo lang rennen wir? Ich wollte den E-Tank, also rennen wir gleich rechts lang. Wartet. So, jetzt. Jetzt wird es ein bisschen sehr arschig. Nämlich, was jetzt kommt, das hasse ich über alles. Mit den Vögeln. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, warum ich es gehasst habe. Da kommen wieder... Oh, war das knapp. Erinnerungen hoch. In den schönsten Brauntönen kommen sie wieder hoch, die Erinnerungen. Wunderbar. Da, 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 da. Aha. Ah, schön. Wenn du... Boah, jetzt trifft der Vogel alleine mich. Ich glaub's nicht. Okay, das war jetzt nicht so schlau, aber egal. So. Jetzt muss ich gucken, ob ich das noch so hinbekomme wie früher. Das kann nicht wahr sein. So, ja. Geht doch. Ein bisschen getrickst, dann klappt das Ganze auch. Nee, damit, die möchte ich jetzt nicht haben. Oh Mann, oh Mann. Oh yeah. Oh yeah. Oh, schnell rein da. Rein da. Okay, halten wir fest. Soweit ich weiß, waren es die Air, also Luft. Oh Gott. Nicht so angespannt, Mirko. Natürlich. 3 Sekunden. Ich war 3 Sekunden im Kampf. Das Spiel ist zu einfach. Ernsthaft. Unglaublich. Naja. Okay. Ich guck mal, wie viele Minuten wir noch Zeit haben. Vielleicht schaffe ich sogar noch, obwohl Heatman ist ein bisschen schwerer, das Ganze. Machen wir den einfach im nächsten Part. Ich sag an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Mirko.